Ich würde gerne eine Mission starten. Vertraut mir, diese Umer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie nett. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmen die Rosbifs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruder Schachter Gerin. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte. Und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Nein. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik. Auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbird, Woods Rogers. Warte mal. Halten Sie... Aha! Wir haben also doch ein bisschen was getan. Kanonenboote. Genau, Captain. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nichts übereilen. Vielleicht kann es ja gut gelassen. Ein Blick durch das Fernrohr. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Tasche zu leeren. Gebt acht! Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und füttern, bevor die Crew weiß, was los ist. Ja, ich weiß, was es ist. Es wird Zeit, kapern wir! Ja. Machen wir. Macht euch bereit! Hier kommt ein Intern, Captain! Na los, Männer! Was? Wir haben keine. Für die Morrigan! Bewegen tut er sich ja nicht sehr viel, ne? Naja. Da hat man ein bisschen was gewonnen. Oh. Schiff reparieren? Nee, feines Schiff ausschlachten. Alles mitnehmen, was geht. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Ei, Hirse und Fischfang gehen Hand in Hand.
aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Oh. Oh. Großsegel setzen. Ja, wir können scheinbar auf beiden Seiten. Oder? Fahren gerade. Treffen! Alle Segel kürzen! Schiffsverbesserung. Ja, ist klar. Ah, den hier. Was bedrückt euch, Captain? Ja, ich hätte gerne einmal, bestätigen. Geil, man kann Tabak verkaufen. Stoff und Holz werde ich wahrscheinlich brauchen. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Wieso kann ich hier das nicht aus... Wie kann ich zu Diensten sein? Ich muss auf Kaufen gehen. Rumpfpanzer. Bestätigen. Ja? Oder noch, Bugkanonen. 5000... Stärkere Rundkugeln. Ne, kann ich alles nicht kaufen. Das Einzige, was ich kaufen kann, sind Breitseitenkanonen. Und das war's. Was gibt's denn hier alles? Hey! Das Ding ist geil. Bomben gibt es. Oho, oho. Packe Gewehrtrommel. Geil. Stauraum, ja, ja. Mannschaftsquartiere, ja. Frachtraum. Panzerung des Beiboots. Man kann wieder fischen gehen. Ah, es ist doch schön. Ja! Geht doch. Einen stärkeren Rumpf und eine runde Sache. Mehr Bypasskanonen. Kann hier einfach so rein. Cool. Gut, dann gehe ich noch da oben auf den Aussichtspunkt. Oh. Nein. Komm hoch mit dir. Oh. Gut, synchronisieren. Wundertoll. Was? Habe ich das gerade richtig gesehen, dass der Typ... Ne, hey, da steht schon tatsächlich drauf. Hey! Aua! Ne, wir segeln weiter. Oh, wir sollten natürlich auch hinten ans Steuerrad gehen. Was? Captain am Ruder! Segeln wir weiter nach Anticosti, Captain. Bien sûr! Le Chasseur erwartet uns! Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Ja, lass mal noch nach Anticosti segeln und danach, was das für heute? Wir haben jetzt auch schon. Schiff ahoi! Ja. Da kommen die Fischer von Perse. Ein paar Stunden. Sie versenken die Fischerboote.
glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feiglinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Antikosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Justus! Aua! Gut, der ist weg. Jetzt fehlt nur noch das letzte. Okay, das waren schon alle. Ne, da ist noch eins. Plündern. Jetzt nicht mehr weit von Antikosti entfernt. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja, ich hoffe, Le Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Ah, guck mal, hier haben wir noch einen. Freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Geil. Auch Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Oh. Gut, gut. Seesegel einholen! Nicht mehr weit sein, Captain. Der Wind ist ärger. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Gut, und da wir jetzt hier sind, würde ich sagen... war's das für heute und bis zum nächsten Mal. Haut rein!